Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video und beziehungsweise zu einer neuen Comic-Kritik. Heute stelle ich euch passend zu Weihnachten, stelle ich euch passend zu Weihnachten den Comic Batman Noel vor von Lee Bermejo, gezeichnet und geschrieben von Lee Bermejo. Ganz kurz, um was geht's denn im Comic? Bob ist alleinerziehender Vater, der für seinen Sohn echt alles macht. Wirklich alles. Er macht doch kriminelle Sachen und dann passiert das, was in Gotham einfach jedem Kriminellen passiert. Er stößt eines Tages auf Batman und von diesem Tag an ändern sich beide Leben extrem. Das von Bob und das von Batman. Und mehr will ich zur Story eigentlich gar nicht sagen. Das Einzige, was ich noch erwähnen will, ist, dass diese Story sehr, sehr stark inspiriert wurde durch Charles Dickens Eine Weihnachtsgeschichte. Also die Story ist einfach Batman, Joker und Gotham plus Eine Weihnachtsgeschichte. Und lieber Mero gibt das auch ganz offen zu. Hier am Anfang steht es direkt drin. Ich weiß nicht, ob die Kamera stellt nicht scharf, glaube ich. Aber hier steht einfach mit respektvoller Verneigung vor Charles Dickens. Lee Bermejo ist ja eigentlich eher als Zeichner und weniger als Autor bekannt, aber er hat hier trotzdem einen guten Job gemacht, was die Story angeht. Ich meine, klar, das ist eine Weihnachtsgeschichte und das gibt er auch ganz offen zu, aber man muss es trotzdem erstmal schaffen, Batman und Joker irgendwie in die Weihnachtsgeschichte zu kriegen und daraus eine schöne Story zu erzählen, und das hat er einfach geschafft, das hat er richtig gut gemacht. Ich mag halt auch einfach die Botschaft von dem Comic, dass sich jeder Mensch, egal wie es ihm gerade geht, egal in welcher Situation er im Leben ist, jeder Mensch kann sich verändern. Jeder kann irgendwas an seinem Leben ändern. Ich finde, das ist eine so schöne Botschaft und ja, das ist einfach das, was die Story in diesem Comic so ausmacht. Ich muss aber auch sagen, dass ich das dann schon fast zu extrem fand, wie diese Botschaft, diese ganze Story einfach zusammenhält. Ohne diese Botschaft wäre halt nicht mehr so viel über und das ist meiner Meinung nach ein Kritikpunkt, weil ich finde es immer cooler, wenn ich einen Comic oder einfach eine Geschichte lese und erst am Ende nochmal drüber nachdenke und check, okay, das war die Message, das ist ja richtig cool, das war die Botschaft, und hier in dem Comic kriegst du eigentlich auf jeder Seite gesagt, dass Veränderung gut ist und man soll sich verändern und bla 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 und bla bla bla. Und so schön das auch ist, so schön die Botschaft auch ist, ich hätte es gern ein bisschen eleganter gehabt. Einfach das Ganze in eine gute Story reinpacken, so als kleinen Bonus. Kommen wir also zur Kunst, Leute. Und bevor ich da groß was zu sagen, seht einfach selbst. Das ist einfach, ja, das ist Lee Bermejo. Und damit ist schon alles gesagt. Lee Bermejo ist einer der besten Künstler überhaupt und das beweist er wieder mit dem Comic. Das ist so... ja, so ein eigener Stil einfach, so ein Mix aus Comic-Style und irgendwie realistischem Zeichnen. Es sieht so verdammt gut aus. Und ich finde seinen Style jetzt nicht nur aus dem Grund gut, weil es realistischer ist, sondern auch einfach, weil durch diese ganzen Details und durch sein Verständnis von Mimiken sowas wie Emotionen viel besser rüberkommen. Also es hat einfach für mich als Leser einen viel größeren Impact. Auch bei Dialogen ist das viel interessanter, weil die Münder und so weiter, alles hat einfach noch mehr Details als bei allen anderen Comics. Das Einzige, was ich kritisieren würde, was das Visuelle angeht, ist ein bisschen die Panelgestaltung, also wie die Kästchen aufgebaut sind, wo die Bilder drin sind. Ich finde, das war vor allem bei Action-Szenen teilweise ein bisschen verwirrend. Da muss man teilweise schauen, okay, da waren Sachen, die sehr ähnlich aussahen auf zwei Seiten, dann weiß man gar nicht genau, wo jetzt gelesen wird. Von links nach rechts, von rechts nach links. Ich meine, klar, es ist eigentlich normalerweise immer von links nach rechts, aber manchmal war es ein bisschen komisch. Kommen wir jetzt zur Bewertung, Leute. Was die Kunst angeht, ist das wirklich perfekt einfach. Also, ich wüsste jetzt nicht, was ich da kritisieren soll. Ich finde, Lee Bermejo ist ein fantastischer Künstler, der einen richtig eigenen, tollen Style hat, und ja, das ist einfach ein wunderschöner Comic. Ich liebe auch das Design von Batman übrigens. Das ist so ein bisschen, der ganze Comic sieht so ein bisschen aus, als hätte das ins Christopher Nolan Batman-Universum reingepasst. Das ist sehr, sehr cool. Und wer ein riesen Fan von diesem Comic ist, kann sich ja mal von Prime One die Statue anschauen. Sehr, sehr teuer, aber keine Ahnung. Wer da großer Fan ist, kann sich die ja vielleicht kaufen. Das ist eine richtig schöne Statue. Abgesehen davon, ich werde nicht von denen gesponsert übrigens. Abgesehen davon will ich aber kritisieren, dass die Story ein bisschen zu kurz ist einfach. Ich finde, das hätte ein bisschen mehr Zeit gebraucht alles. Und deswegen wirkt es halt auch so, dass die einzige Story die Botschaft ist, letztendlich. Das dreht sich alles um diese eine Botschaft, dass sich jeder verändern kann und so weiter. Und das ist mir ein bisschen, ich finde, das hätte man einfach eleganter lösen können. Und es ist halt eine Weihnachtsgeschichte. Und allein deswegen muss ich da ein paar Punkte abziehen, weil es halt nicht so kreativ ist. Aber abgesehen davon ist das ein richtig guter Comic, vor allem jetzt zur Weihnachtszeit. Und deswegen kriegt der Comic von mir absolut verdient ein B+. Und das war's schon, Leute. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Einschalten. Wenn euch das ganze Video gefallen hat, dann lasst doch ein Like da. Ich finde, jetzt zur Weihnachtszeit kann man noch ein bisschen Liebe beweisen. Abgesehen davon könnt ihr mich, glaube ich, hier abonnieren. Hier müsste so ein Profilbild sein, das ich in YouTube irgendwie eingefügt habe. Da könnt ihr draufklicken und mich abonnieren. Hier drüben sind zwei Videos. Einmal Batman The Telltale Series und das letzte Video von meinem Comic-Kanal. Ich weiß gar nicht, ob ich hier...
an die richtigen Stellen zeigt. Naja, ist auch egal, Leute. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Einschalten. Frohen zweiten Advent und ja, es gibt doch zu sagen, eigentlich nichts mehr. Außer, dass der Comic wirklich auch als Weihnachtsgeschenk für eure Eltern zum Beispiel sehr gut geeignet ist, weil es ist ein sehr erwachsener Comic. Wie ich nochmal gesagt habe, vielleicht habt ihr da die Chance, euren Eltern Comics zu zeigen und dass Comics fucking awesome sind. Haut rein, Leute, bis dann, ciao!